Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Verein in der Bundesliga-Tabelle. Nachdem gestern Freiburg dran war, ist es heute der Hauptstadtclub Hertha BSC. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch über freuen und bringt irgendwie Hey Aaron dazu, dieses Video zu schauen, weil ich würde wirklich mal gerne wissen, was der glaubt, wo Hertha landet. Ich feiere seine Videos in letzter Zeit extrem und der ist ja Hertha-Fan und ich will wissen, was der glaubt, was Hertha Saison werden wird. Ich weiß, wir werden das niemals schaffen, aber wir glauben an den kleinen Geist, den Tatendrang meiner kleinen, feinen Community. Und ja, ich hoffe, vielleicht wird das ja was. Ja? Übrigens, ganz kurz, für diejenigen, die immer sagen, Max, du kriegst nicht genug Aufrufe und so weiter und so fort. Dazu wird demnächst was kommen, was das vielleicht ändert, was aber vielleicht auch wieder alles runterreißt. Noch mehr als sowieso schon ist. Ich habe da aber kein Problem mit. Ihr werdet mich nicht verlieren, keine Sorge. Videobeschreibung auschecken, Links zu OneFootball, mein Partner für diese Serie. Kostenlos runterladen die App für eure neuesten Live-Scores, Fußball-Transfergerüchte und natürlich auch Kader-Informationen dazu. IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PS, deine Microsoft Guthaben, mein Merchandise und meine Social Media Links, Instagram und Twitter gerne mal vorbeischauen. So, wir kommen zur Hertha und wir kommen zur Führung, ja, Pal Dardai, Trainer und dazu Michael Preetz als sportlicher Leiter, ich weiß gar nicht, ob das genau sein Name ist, Geschäftsführer Sport und Kommunikation, Entschuldigung, aber das ist ja quasi sowas in der Richtung. Genau, ja, also Pal Dardai ist ein super Trainer, der identifiziert sich extrem mit Berlin, auch aufgrund seiner Spielervergangenheit. Preetz, genau das gleiche, auch wenn viele den ja nicht gemocht haben, längere Zeit, mittlerweile scheinen sie ihn akzeptiert zu haben. Ja, ich denke, dass das eine gute Kombination ist und ich denke, dass diese Kombination auf Dauer auch noch ein bisschen zusammenarbeiten wird, vielleicht auch über die Saison hinaus. Warum ich das so sage, werdet ihr am Ende des Videos vielleicht verstehen. Wir kommen zu den Herthaner Transferaktivitäten in diesem Sommer. Zunächst einmal John Anthony Brooks, den defensiven Leader bzw. die wichtigste Stütze in der Defensive, verkauft für 17 Millionen an den VfL Wolfsburg und damit schon mal mehr eingenommen, als man ausgegeben hat. Alexander Baumjohann ablösefrei weggegangen zu Coritiba FC in die brasilianische Liga, wenn man sich jetzt fragt, warum, weil der hat eine brasilianische Freundin, soweit ich weiß, und vom Spielstil passt er da auch ganz gut hin. Sami Alagi ablösefrei zum FC St. Pauli. Florian Kohls, den kennt man jetzt nicht, genauso wenig wie Nils Körber, die sind zu Würzburg bzw. Preußen Münster gegangen und Alan ist zurückgekehrt zu ja, der U23 von Liverpool in die Premier League 2. Schade, Schokolade für den. Aber naja, wir kommen zu den Neuzugängen. Julius Kader, Arne Meyer, Palko Dardai. Wer ist das denn? Richtig, das ist der Sohn. Und Florian Barks sind alle aus der Jugend gekommen. Jonathan Klinsmann, ablösefrei von UC Berkeley in der, ja, in den Vereinigten Staaten. Das ist ein College, ne? Das sollte man mittlerweile mitbekommen haben. Karim Reki für 2,5 Millionen von Olympique Marseille. Matthew Lecky für 3 Millionen vom FC Ingolstadt. Und Davy Selke für 8 Millionen von RB Leipzig. Kommen wir zur Kaderanalyse mit diesen Spielern. Die Torhüterposition ist gut besetzt. Jonathan Klinsmann ist ein klasse Talent. Dazu Thomas Kraft, der mittlerweile abgebordet und vor allem momentan auch verletzt ist. Mit einem Nasenbeinbruch etwas länger wahrscheinlich noch ausfällt. Oder beziehungsweise Rune Jahrstein ist sowieso die Nummer 1. Ich denke mal, Jonathan Klinsmann wird perspektivisch irgendwann angeführt werden. Thomas Kraft ist eine gute Nummer 2 und Rune Jahrstein ist auf jeden Fall eine gute Nummer 1. Mittlerweile bis in die Jahre gekommen mit 32, aber für einen Torwart macht das ja nichts. Und ich denke mal, die sind für die Euroleague, für die Doppelbelastung auch ganz gut aufgestellt auf der Torhüterposition. Die Verteidigung fassen wir heute mal wieder nicht zusammen, sondern machen sie getrennt. In Verteidigung haben wir Florian Barg, Jordan Torunariga, Karim Rekik, Sebastian Langkamp und Niklas Stark. Ganz schön stark sieht das aus. Allerdings ist momentan Niklas Stark mit dem Rippenbruch noch draußen. Wird aber wohl fit sein zum Bundesliga-Auftakt, wenn ich das hier so sehe. Naja, mal schauen. Florian Barg ist ein Jugendspieler, wurde aus der U19 hochgezogen, habe ich gerade schon erwähnt. Ist nicht schlecht. Torunariga ist ein sehr, sehr komplizierter Name. Allerdings hat er sich in der letzten Saison schon einigermaßen gemacht in den Spielen, die er gezeigt hat. Ist ein gutes Nachwuchstalent. Kann man auf jeden Fall so machen aus der eigenen Reihe oder aus den eigenen Reihen. Karim Rekik, ausgebildet bei Manchester City. Das ist normalerweise ein richtig gutes Zeichen. Allerdings hat er sich bei Marseille und bei City nie so wirklich beweisen können oder durchsetzen können. Mittlerweile mag deutlich gefallen auf 2,5 Millionen, aber vielleicht wird der neue Abwehrleader nach dem Abgang von Brooks und kann sich bei Hertha weiterentwickeln. Ich hoffe es für ihn, ich hoffe es für die Hertha. Müssen wir mal gespannt bleiben. Sieht aber an sich nicht so schlecht aus, gerade auch weil er ein Talent ist. Allerdings, die große Sache ist, wo ist die Erfahrung in der Verteidigung? Da kommt sie. Sebastian Langkamp, 29 Jahre alt, 3 Millionen Marktwert, allerdings momentan verletzt.
Allerdings auch bei dem ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch. Der wird auch nicht so lange ausfallen. Von daher ist die Erfahrung da für den Saisonauftakt. Dazu halt eben Niklas Stark, das Riesentalent in der Innenverteidigung. Auch der, wie gesagt, ist angeschlagen momentan, aber der letzte Saison so stark gespielt. Ich denke mal, damit haben sie eine richtig gute Verteidigung zusammen mit einer Menge Potenzial, allerdings mit einer nötigen Erfahrung auch. Ich sag mal, die Erfahrenen sind da definitiv Langkamp und Stark, auch in seinen jungen Jahren schon. Und die Talente in Anführungsstrichen, beziehungsweise die, die auf jeden Fall noch Luft nach oben haben, sind Rekik, Toruna, Riga, Bark und halt auch Stark. Stark ist ein toller Spieler. Außenverteidigung, links Maximilian Mittelstädt, schöner Vorname und Marvin Plattenhardt, rechts Mitchell Weiser und Peter Pekarik. Perfekte Doppelbesetzung auf beiden Positionen, rechts Weiser, unglaublich guter Spieler, Pekarik ein klasse Ersatz, ein sehr routinierter vor allem. Links Marvin Plattenhardt, mittlerweile auch schon 25 Jahre alt, ist einigermaßen routiniert, ist ein guter Außenverteidiger, klasse Standards, wunderbare Flanken und Maximilian Mittelstädt, der hat ein sehr, sehr unglückliches Bundesliga-Debüt gehabt, ist glaube ich mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, aber ist ein sehr sympathisches junges Herrchen mit einer Menge Potenzial. Von daher müssen wir uns da glaube ich auch keine Sorgen machen, auf beiden Positionen, links und Rechtsverteidigung wunderbar doppelt besetzt. Wichtig auch für die Euroleague und eine wichtige Position für die Euroleague wird auch die Sechser-Position sein. Allerdings muss man sagen, Lustenberger kann ja auch Innenverteidigung spielen. Von daher haben sie da nochmal einen Erfahrenen dabei. Arne Meyer noch dazu, haben wir gerade schon erwähnt, aus der Jugend hochgezogen. Wladimir Darida, Pierre-Julian Skjelbred, Ordnej Duda und Valentin Stocker zusammen mit Julius Kade aus der Jugend hochgezogen. Das ist das komplette Mittelfeld, das heißt zentraloffensiv auch schon mit reingenommen. So, Lustenberger ist solide, nicht der allerbeste, aber nicht schlecht. Darida ist ein richtig guter, sollten wir mittlerweile wissen. Der war ja auch bei Freiburg schon unglaublich stark. Arne Meyer kann ich nicht beurteilen, aber ich denke mal, der wird ihn irgendwie ranführen, wa? Dazu Skjelbred hat sich auch gut gemacht, ist mittlerweile 30 Jahre alt, allerdings in den letzten Jahren immer wieder gute Leistungen gezeigt. Von daher, warum nicht? Ja, kann man auf jeden Fall so lassen. Die Sache ist nur, es ist ein bisschen dünn im Mittelfeld, finde ich jetzt persönlich, wenn man die 6er-Position mal bedenkt. Weil wenn da, oder die 8er-Position, weil da haben wir halt einen Darida, da haben wir einen Lustenberger und da haben wir einen Skjelbred. Und dann? Haben wir erstmal nix. Also wie gesagt, es ist noch ein beispielsweise Duda da, der aber halt nur zentral offensiv spielen kann. Es ist noch ein Meier da. Alan ist weg. Gerüchte ist nicht so unglaublich ergiebig. Also an Alan ist man wohl noch interessiert, aber sonst gibt's da nicht viel. Weder bei OneFootball noch bei Transfermarkt was rauszufinden. Weiß ich nicht, ob das reicht. Gerade mit Doppelbelastung. Das ist das große Ding. Die Doppelbelastung darf man nicht vergessen. Zentral offensiv, Valentin Stocker zusammen mit André heißt er. Aha, André Duda und Julius Kade. Das ist eine gute Besetzung. An sich ist Valentin Stocker ein sehr erfahrener und guter Spieler, der immer wieder für den Game-Changing-Moment sorgen kann. Duda hat eine Menge Talent. Der ist bisher noch nicht gezeigt, vielleicht ja jetzt. Und Kade, brauchen wir glaube ich nichts zu sagen. Talentiert, wird wohl rangeführt werden. Passt also. An sich gut, kann man aber vielleicht noch was machen, weiß ich nicht. Wird was gemacht, richtig. Valentino Lazaro wird kommen. Der ist momentan noch bei RB Salzburg, sollte man auch mittlerweile kennen, war ja ein riesen FIFA-Talent. Zwischendurch mal als vom Dribbling her der neue Ronaldinho bezeichnet für die FIFA-Spieler von euch, die ein bisschen länger schon dabei sind. Die große Sache ist bei dem, der kann auch Zehner spielen, der ist aber eigentlich rechts außen. Passt da auch besser hin. Aber an sich holt man damit auf jeden Fall einen Spieler, der auf beiden Positionen gut dabei ist. Und wir sprechen jetzt mal über die Außenbahn und da passt Lazaro halt auch schon ganz gut hin. Der ist schon beim Medizincheck wohl gewesen, von daher ist die Sache safe, deswegen kann ich auch schon über den reden. Salomon Kalou haben wir dann noch, Matthew Lecky, Sinan Kurt, Palko Dardai, Alexander Esswein und Genki Haraguchi. Das ist eine solide Außenbahnbesetzung. Ich sag mal, auf links kannst du Kalou eigentlich getrost vergessen. In meinen Augen ist der eher Stürmer. Aber gut, wenn er links spielt, soll er links spielen. Aber mit Lecky haben sie da einen neuen geholt. Das heißt, warum sollten sie ihn zwingendermaßen da aufstellen in Ivora, wenn er auch im Sturm aushelfen könnte? Wenn sie denn nicht nur mit einer Spitze spielen, weil dann haben sie genug Spieler. Genau. Matthew Lecky ist ein sehr, sehr guter. Sehr, sehr guter Spieler in meinen Augen. Ihm fehlt die Torgefahr so ein bisschen. Er hat einen Huf. Er hat richtig fette Oberschenkel. Er ist schnell wie Sau. Aber das, ja, Schießen... Treffen, das ist das Problem. Aber vielleicht wird das ja bei Hertha, wer weiß. Sinan Kurt ist abgestürzt. Ich glaube, der wird auch nicht wiederkommen. Palko Dardai aber, ich denke mal, der wird rangeführt werden. Und vielleicht wird er aus dem was, wer weiß. Wäre ja cool, wenn Dardai seinen eigenen Sohn zu was richtig Großem machen würde. Esswein ist ein guter, bei dem ist genau das gleiche Problem wie bei Lecky, der Abschluss. Ja? Eigentlich ist das der gleiche Spieler. Einmal links, einmal rechts. Einmal deutsch, einmal australisch. Kann man anderes nichts zu sagen. Und Genki Haraguchi, ist ein bisschen abgefallen von Leistung her, finde ich, in der letzten Saison. Ist ein starker Techniker, nicht so schnell, dafür aber mega Technik, gute Pässe. Aber auch bei ihm, das Tore schießen. Das Tore schießen bei den Außen. Abgesehen von Kalou, ist nicht so die Stärke, da muss Dardai daran arbeiten. Aber egal, kommen wir zum Sturm und die haben ja die Hauptaufgabe, Tore schießen. Julian Schieber, momentan aber sowieso verletzt. Vedad Ibisevic und Davy Selke. Mit Selke auf jeden Fall einen Top-Mann geholt, kann man nichts gegen sagen. Der ist natürlich bei Leipzig jetzt nicht unbedingt gut rausgekommen aus der Saison, ja, weil da gab es einfach zu starke Konkurrenz, vor allem mit Werner. Ibisevic, ja,
Stark, aber alt. Mal sehen, was aus dem noch werden wird. Ich glaube, der hat die Rückrunde gar nicht mehr so viele Buden gemacht, ne? Und dann ist Hertha ja mal wieder abgestürzt, so ein bisschen, vergleichsweise. Wenn man bedenkt, wie schlecht die eigentlich gespielt haben, ist es ein Wunder, dass die Euroleague spielen. Das haben auch Hertha-Fans selber gesagt. Ja, da kann man nichts gegen sagen. Es ist halt wirklich so. Aber sie sind Euroleague, von daher, der Klüger gibt nach. Beziehungsweise am Ende, wer zuletzt am besten. Sagen wir so. Und Julian Schieber, ja. Rotation und Ersatz ist in Ordnung, ne? Kann man machen, aber ansonsten sollte der jetzt nicht die große, große, wichtige Option sein, finde ich zumindest. Vielleicht seht ihr das ganz anders, ich weiß nicht. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. So, aber an sich, die Stürmerposition ist gut besetzt. Gerade wenn man einer Spitze spielt, Ibisevic ist klasse, Selke kommt hinterher und im Notfall hast du Kalou. Das passt alles, das ist wunderbar. Die Frage ist nur, wird es wieder für Europa reichen? Oder reicht das vielleicht gar nicht? Oder ist das vielleicht einfach ein bisschen zu dünn mit Doppelbelastung? Kommen wir zur Prognose. Ich habe es angedeutet. In meiner Prognose ist die Hertha auf Tabellenplatz 10 am Ende der Saison. Da tut mir ein bisschen leid. 11 sogar, Entschuldigung, 11, ach du meine Güte. Meint es ja auf 10. Das tut mir natürlich ein bisschen leid, auch für alle Hertha-Fans. Gar keine Frage, ich wünsche euch Europa. Ja, ihr seid eine Riesenstadt, gar keine Frage. Ich finde es traurig, dass euer Stadion immer leer ist, aber das Stadion ist halt einfach auch zu groß. Ja, das ist genau wie bei 60 oder wie beispielsweise auch bei Nürnberg. Das Stadion wird halt nicht voll. Außer zu besonderen Anlässen wie Dortmund und Bayern. Ich sehe halt einfach nicht die Qualität im Kader, die mithalten kann mit den anderen Qualitäten. Wie beispielsweise Wolfsburg, wie beispielsweise Köln, wie Mainz, die sich stark verstärkt haben, wie Leverkusen, die wieder kommen werden, auch wenn sie aber dann aufgekauft werden, aber die werden irgendwie kommen, zumindest laut meiner Prognose. Wie Hoffenheim, wie Schalke, Gladbach, Leipzig, Bayern, Dortmund. Die sind vor euch. Hinter euch haben wir noch einen Bremen, einen Stuttgart. Das ist schon schwierig, muss man sagen. Also, weil diese Vereine halt auch theoretisch Potenzial haben, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich sag 11. Aber ich habe ja auch schon mal angekündigt, ne, oder gesagt, die Liga ist so nah beieinander, es kann alles passieren. Ich muss die Vereine halt irgendwo positionieren, deswegen ist Hertha bei mir 11. Ich sehe an sich viel Qualität im Kader. Ich sehe aber auch noch eine Menge Luft nach oben, weil auf Dauer europäisch zu spielen, da ist der Kader nicht breit genug für und da ist, finde ich, die Qualität auch nicht da. Es gibt, okay, Jahrstein ist gut, aber für mich nicht international klasse. Stark ist international klasse, aber das ist nur ein Verteidiger. Außenverteidiger sind stark im Plattenhardt und Weiser, keine Frage. Sechster Position, Darida und dann eine lange, lange Zeit nichts. Und vorne drin, Ibisevic eigentlich nicht mehr in dem Alter, Selke vielleicht irgendwann mal und die Außen, ja. Also Kalou natürlich, der hat das Flair, der hat die Klasse dafür, der hat das auch schon gespielt. Aber sonst fehlt mir halt die internationale Klasse. Muss ich sagen, deswegen mache ich mir wegen der Doppelbelastung ein bisschen Sorgen und deswegen Hertha 11. Kein Abstiegskampf, sehe ich nicht so eher Kampf um Europa als Abstiegskampf, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz nicht so der Höhenflug wie diese Saison. Vielleicht überraschen sie wieder, vielleicht brechen sie erst zum Ende hin wieder, man weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall meine Prognose. Ihr könnt mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat hier dran, was euch nicht gefallen hat, wie ihr das Ganze seht am Ende. Aber nicht vergessen, nur meine Meinung, nur meine Prognose, ja? Von daher hoffe ich, dass ihr das akzeptieren könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann geht's noch höher in der Tabelle und zwar mit dem 5. Köln geht's weiter. Ich hoffe, dann sehen wir uns wieder. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.